wieder im Gym. Das ist doch herrlich, oder? Die Atmosphäre, die mögen wir. Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um... Wer stört mich denn jetzt so spät nachts? Reload statt Deload. Ihr alle habt schon mal von dem Begriff Deload gehört. Ich muss sagen, das ist ein populärer Begriff, der so ein bisschen mit Fitness-YouTube aufkam, aber auch quasi mit so ein bisschen Science-Based Fitness-Training. Dennoch muss ich sagen, es ist ein Begriff für eine Sache, die jeder irgendwo vom Gefühl her macht. Jeder Bodybuilder. Jetzt gibt es eben diesen neuen Terminus dafür. Das macht aber auch nichts. Immerhin können wir es dadurch benennen. Vorher hat man einfach gesagt, ich pausiere mal ein bisschen mit dem Training. Ich schraube mal ein bisschen runter oder was auch immer. Das ist, wenn man eine Zeit lang merkt, man hat jetzt hart genug trainiert, lange hintereinander und diese Länge, dafür gibt es keine Regel. Die ersten von euch werden jetzt schon losschießen. Wie lange sollte ich denn trainieren, bevor ich ein Deload mache oder bevor ich einfach mal runterkomme und konstruktiv pausiere? Das ist eine Sache, da komme ich gleich noch drauf. Grundsätzlich diese Zeit, diese generelle Zeit gibt es nicht. Es gibt Leute, die können Jahre durchtrainieren und regenerieren und sind wie dafür geschaffen. Diese Leute findet man dann auch meistens, wenn sie eine Karriere im Bodybuilding machen, auf der großen Bühne wieder. Beispiele wie Ronnie Coleman und Co., die können so etwas. Und bitte, auch hier wieder, kommt jetzt nicht, ja, aber der war ja zugedröhnt mit Steroiden. Das waren nämlich seine Kollegen da oben auch. Dennoch hatte er sich durch eine bessere Genetik kenntlich gemacht. Und das auch, als er noch natural war. Und solche gibt es. Ich habe auch Naturalathleten erlebt, die einfach trainieren können ohne Ende und einfach nicht kaputt gehen. Das habe ich schon bei anderen Sportarten erlebt. Leute, die Sprinten oder Marathons laufen können und zwei Tage später wieder fit sind und okay. Oder ganz krass bei Sportarten, die sehr auf Gelenke und Sehnen gehen, wie Klettern. Ich war nach einer Kletterpartie erledigt für die nächsten Tage und andere können das fünfmal die Woche machen und sind wieder an den Wänden zu finden, gerade beim Bouldern oder so. Das ist einfach eine Genetiksache. Also dafür gibt es keine Regel. Andere brauchen den Deload schon relativ früh. Ich gehöre genau zu denen. Ich brauche ihn relativ früh und was ich gemacht habe, war einfach eine Trainingspause. Es gibt schon einige Videos hier auf dem Kanal zu den Trainingspausen. Wie zum Beispiel mal Urlaub machen, aber auch wirklich Urlaub machen. Heißt also nicht einen Urlaub aussuchen, wo man jetzt noch ein Gym hat und trainieren kann. Sondern wirklich Urlaub machen und gar nicht. Nein, auch keine Liegestütz morgen. Nicht mal zumindest Sit-Ups oder um die Waden zu erhalten oder sowas. Das ist Blödsinn, wenn man denkt, man erhält damit etwas. Eigentlich stört man nur, dass man in der Zeit richtig gut sich erholt und stärker wieder beginnt. Dazu gibt es, wie gesagt, schon einige Videos. Schaut einfach mal auf dem Kanal hier nach. Man beginnt nämlich tatsächlich wieder stärker. Deload gibt es auch in anderer Form. Populär gemacht wurde es jetzt hier mehr oder weniger, dass man mit dem Gewicht runtergeht, dass man dennoch weiter trainiert, dass man aber nicht mehr so exzessiv trainiert. Das heißt, man geht vielleicht ein bisschen vom Volumen runter, man geht von den Gewichten ein bisschen runter, aber vor allem geht man runter bei den Reiz, den man setzt, quasi. Man geht nicht mehr bis zur allerletzten Muskelversagen, sondern man lässt ein paar Reps in Reserve. Und damit hat man so eine Art Erhaltungstraining. Das macht man zyklisch. Also alle 3 Monate steigert man sich, bis man im 3. Monat vielleicht dann auf dem Höhepunkt ist, ganz hart trainiert und dann geht man wieder runter und fängt dann irgendwann nach ein paar Wochen wieder von vorne an. Das ist der normale Deload. Und das war eben auch damit gemeint, als ich von konstruktiv gesprochen habe. Denn das ist nicht etwa ein Kompromiss, ach gut, ich muss jetzt meine Gelenke und Sehnen erholen lassen, Mist, dafür baue ich dann wieder Muskeln ab, aber gut, irgendwie werde ich schon überstehen. Nein, diejenigen irren sich und werden sich auch ewig weiter irren, die es nicht ausprobieren. Konstruktiv bedeutet, durch Nicht-Trainieren werdet ihr in dem Moment stärker. Ja, das kann man jetzt nicht übertragen und sagen, ach, dann trainiere ich doch Jahre nicht und werde immer stärker. Natürlich nicht. Aber hat man 3, 4, 5 Monate in meinem Fall hart trainiert, dann mache ich 2 bis 3 Wochen, ja auch 3 Wochen Pause. Und ich meine die echte Pause, also nicht mal 2 Liegestütze dazwischen. Und dann komme ich wieder und mache mehr Bankdrücken, mehr beim Rücken, alles wird stärker. Danach würde das irgendwann abfallen, also das geht nicht unendlich weiter. In der 5. Woche würde ich nicht stärker werden und so weiter. Aber in den 2, 3 Wochen ist das bisher immer bei mir passiert. Es war eine konstruktive Pause. Und in dieser Pause normal weiter essen, auch die Supplements normal weiternehmen. Natürlich braucht ihr kein Pre-Workout, weil ihr kein Workout habt, aber ansonsten könnt ihr alle Supplements zur Unterstützung weiternehmen, Kreatin und so weiter. Und ihr kommt voll aufgeladen zurück und ballert dann die Gewichte. Das funktioniert. Jetzt aber endlich zu dem eigentlichen Thema. Wir haben geklärt, was ein Deload ist und jetzt empfehle ich mal einen regelmäßigen Reload. Den kann man statt
zu häufigen Deloads machen. Manche werden aber trotzdem noch den Deload brauchen. Ich mache beides. Regelmäßig Reloads und natürlich auch dann zwischendurch immer wieder den Deload, weil ich dann einfach überfordert bin. Was ist jetzt der Reload? Der Reload im Gegensatz zum Deload hat folgenden Sinn. Wir werden nicht nur pausieren und damit ein wenig schonen, weil wir hartes Training gemacht haben und irgendwann am Ende angekommen sind, sondern wir werden auch für die Progressivität nun ausweichen. Das bedeutet, wir werden eine Trainingsplanänderung, so wird es hauptsächlich gemacht, vornehmen, um wieder weiterzukommen. Denn beim Reload geht es nicht nur darum, dass wir erschöpft sind und dass wir überfordert sind und uns erholen müssen, sondern es geht auch darum, dass wir weiterkommen möchten und dass wir zu angepasst sind, dass wir keine Fortschritte mehr machen und dass wir stagnieren in unserem Erfolg. Jetzt kann das Stagnieren im Erfolg bedeuten, wir sind zu ausgelaugt. Wenn ihr euch so fühlt, dann ist ein Deload die richtige Wahl. Aber es kann auch einfach bedeuten, ihr braucht ein Reload. Ihr müsst einfach mal neue Reize, andere Reize setzen. Und wie gesagt, die Reloads macht ihr eigentlich, indem ihr den Trainingsplan ändert. Das heißt, auch diesen Begriff könnte man ganz einfach übersetzen mit ich ändere den Trainingsplan. Jetzt nehmen wir aber diesen Begriff einfach mal mit, weil wir wissen, dass wir damit auch was vorhaben. Wir ändern nicht einfach nur, weil wir Lust haben oder dergleichen, obwohl das auch ein Faktor ist. Denn wenn ihr demotiviert seid beim Training, weil ihr einfach schon so lange das Gleiche macht, dann braucht ihr auch einen mentalen Reload. Also das macht Sinn auf jeder Ebene. Bedeutet also, dass ich zyklisch trainiere. Ich mache das Minimum immer 4 Wochen, meinen Trainingsplan. Ich brauche relativ schnell eine Veränderung, aber ich habe auch ein System dafür. Ihr alle habt vielleicht gesehen, wie ich mein Training festhalte, wie ich es logge. Da findet ihr das Video dazu. Und dann habt ihr auch festgestellt, dass ich ein bestimmtes Symbol dafür habe, wenn ich mich gesteigert habe, im Gegensatz zu letzter Woche. Ich schaue also, was habe ich letzte Woche gemacht. Beispielsweise habe ich 120 Kilo Bankdrücken gemacht, 6-mal geschafft. Wenn ich dieses Mal 7-mal das schaffe oder 125 6-mal schaffe, bei jedweder Verbesserung kommt ein Ausrufezeichen dahinter. Das bedeutet also, aha, da habe ich mich verbessert. Warum mache ich ein Ausrufezeichen und gucke mich einfach immer nach? Ganz klar, weil ich da einfach nur einen Blick drauf brauche. Ich schaue beim nächsten Mal wieder, wenn ich die nächste Brusteinheit habe, bei der letzten und sehe, ah, da hatte ich schon ein Ausrufezeichen. Das heißt, ich habe mich schon gesteigert. Und wenn ich diesmal wieder ein Ausrufezeichen habe und hinterher unter mein Training gucke und sehe überall Ausrufezeichen, habe ich mich überall gesteigert. Jetzt passiert aber Folgendes. Ab der 2., 3., 4. Woche des gleichen Trainingsplans wird das immer weiter ausgesiebt. Hier und da finden sich noch Ausrufezeichen, aber nur noch die Hälfte. Vielleicht gehe ich in die 6., in die 7. Woche. Und dann finden sich auf einmal nur noch ein paar Ausrufezeichen. Ich kann nicht unendlich lang steigern. Und wenn das der Fall ist, wenn ich nur noch wenige Ausrufezeichen sehe, bis gar keine mehr, dann kommt mein Reload. Dann will mein Körper was Neues, dann muss ich einen neuen Reiz setzen, dann muss ich wieder Schwung in die Sache bringen und dann habe ich auch meistens richtig Lust dazu. Und das ist eben der Trainingsreload. Ihr steigert euch am Anfang stark, ihr kommt langsam ans Plateau und dann ändert ihr alles, damit es wieder genauso weitergeht. Heißt, wie macht man das? Das erste Mittel ist, das habe ich gerade schon öfters genannt, Trainingsplanänderung. Wie ändert ihr einen Trainingsplan? Das heißt nicht, ihr müsst alles auf den Kopf stellen. Solltet ihr auch nicht. Ein Reload bedeutet nicht, dass ihr komplett das Training über den Haufen schmeißt. Heißt, wenn ihr vorher die umgekehrte Pyramide hauptsächlich zwischen 6 und 12 Wiederholungen trainiert habt, dann sollt ihr jetzt nicht zwischen 20 und 50 Wiederholungen trainieren und irgendwelche, weiß ich nicht was, Systeme machen. Das müsst ihr gar nicht. Bleibt bei den Grundprinzipien dabei. Vor allem Grundprinzipien, wo ihr gemerkt habt, ihr springt darauf an. Ihr behaltet also die umgekehrte Pyramide bei, das normale Training. Ihr behaltet die Wiederholungsbereiche sogar gerne bei. Ihr müsst jetzt nicht die großartig wechseln, weil dann verliert ihr leider auch wieder den Anschluss an diesen Wiederholungsbereich, der euch diese ganzen Muskeln gebracht hat. Nein, ihr sollt einfach nur die Übungsauswahl in erster Linie wechseln, auch nicht den Split. Never change a winning team. Ein Vierer-Split bleibt ein guter Split und da müsst ihr jetzt nicht alles durcheinander werfen. Also Übungsauswahl in erster Linie. Und dann könnt ihr auch gerne ein wenig natürlich variieren. Ein paar Sätze mehr, ein paar Sätze weniger, vielleicht macht ihr Supersätze rein und so weiter. Aber es ist der Inhalt. Aus Rudern eng am Kabel wird jetzt vielleicht Rudern breit mit der Langhantel im Stehen oder so etwas. Und so macht ihr einen gescheiten Reload. Und ihr werdet sehen, ihr steigert euch auf einmal wieder von Woche zu Woche. Und das ist natürlich, weil ihr in diese Übung reinkommt, weil der Körper sie wieder lernt. Aber gleichzeitig verliert ihr natürlich nicht großartig die Muskelmasse, wenn ihr immer noch alles abgedeckt habt.
Dann, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann könnt ihr natürlich auch mal einen etwas weitergreifenden Reload machen. Tatsächlich könnt ihr die Pyramide plötzlich umdrehen. Und jetzt trainiert ihr statt 6, 8, 10, vielleicht 10, 8, 6 Wiederholungen. Hauptsache, der Körper wird wieder ein bisschen verwirrt und kriegt einen neuen Reiz. Und das ist der ständige Reload, der immer wichtig ist, um die Progression beizubehalten. Und wenn ihr irgendwann merkt, ihr habt immer weiter Schmerzen, Schmerzen, die auch nicht sein sollen, das heißt Muskel oder für mich ein Indiz, nicht mehr so viel Muskelkater oder es passiert generell nicht mehr so viel oder eure Trainingsmotivation lässt langsam nach oder ihr könnt kaum noch die Schultern im Alltag heben, gar nicht mehr richtig telefonieren eine Minute hintereinander, dann ist es Zeit für einen Deload. Und der Gotti-Deload ist definitiv einer, wo ihr komplett aufhört. Kein langsam runterfahren, immer noch Gewichtstraining, irgendetwas. Ich mache gerne das ganz oder gar nicht Prinzip. Wenn ich trainiere, dann auch richtig. Dann gibt es keine Sätze, wo ich nicht bis zum Ende gehe oder sonst irgendwas. Nee, dann wird hart trainiert. Aber dafür weiß ich auch, wann ich Pausen nehme. Und jetzt werden so manche wieder sagen, okay, aber dann mache ich doch direkt nur die Hälfte. Ich höre nie ganz auf, aber ich mache auch nie so richtig hart. Wie soll dieses Wechselspiel? In dem Wechselspiel steckt der Erfolg. Wer mehr dazu wissen möchte, ab in die Kommentare, schreibt mir etwas dazu. Ansonsten schaut euch gerne die ganzen anderen Videos auf dem Kanal an. Es gibt immer wieder eine ganze Menge zu sehen. Und es ist immer wieder schade für mich zu sehen, obwohl das ganz natürlich ist, wenn ich einen Kommentar unter einem Video sehe von einer Sache, die mir in dem Moment gefragt wird oder mir vorgeworfen wird da drin oder kritisiert wird, obwohl ich dazu schon 10 andere Videos gemacht habe. Aber klar, nicht jeder kann auf Anhieb direkt alle meine Videos sehen. Dennoch, schaut euch da mal um, da findet ihr eine ganze Menge. Ansonsten schaut mal bei Protein Arena vorbei. Ihr spart mit meinem Code und ich kriege gar nichts großartig dabei raus. Ihr spart einfach nur. Und das ist ein schönes Angebot, das ich euch machen kann. Besonders, wenn ihr den Gotti Booster haben wollt. Es gibt keinen professionelleren da draußen. Und wie gesagt, da verdiene ich nicht mal dran. Das heißt, ihr könnt wirklich davon ausgehen, diesen Tipp bekommt ihr gratis oben drauf. Ansonsten liked das Ganze und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Gotti.